Ja, hallo, willkommen bei Generalalarm mit Harald auf Kreuzfahrt. Und wir wollen heute über meine letzte Kreuzfahrt mit AIDA Perla rund um die Kanarischen Inseln sprechen. Den Schwerpunkt möchte ich dabei auf das Thema Corona legen, auf die Frage, was ist organisatorisch vor der Reise alles so zu tun, was müsst ihr da so machen, bevor es an Bord geht, wie ist es überhaupt an Bord, macht AIDA im Moment eigentlich Spaß oder ist das während Corona mit den ganzen Einschränkungen vielleicht eher gar nicht so lustig? Ja, und was ist nach der Reise zu tun? Welche organisatorischen Dinge sind denn da zu berücksichtigen? Das schauen wir uns nach dem Intro einmal an. So, gleich mal vorneweg noch eine kleine Anmerkung. Worum es heute nicht gehen soll, ist die Tatsache, ob Reisen in der jetzigen Zeit sinnvoll oder nicht sinnvoll sind. Das, glaube ich, ist eine sehr individuelle Entscheidung. Es gibt sicherlich gute Gründe dafür, jetzt zu verreisen. Es gibt auch gute Gründe zu sagen, die jetzige Situation eignet sich einfach nicht dafür. Was da richtig oder falsch ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Das möchte ich hier an dieser Stelle gar nicht diskutieren. In diesem Video wird es auch eine ganze Menge Informationen geben, mit Links ins Internet und zu Informationsseiten. Die Links, die kommen alle in einem Artikel vor, der auf generalalarm.de veröffentlicht ist. Ich verlinke euch diesen Artikel und dann könnt ihr einfach die entsprechenden Links anklicken, wenn ihr da was sucht. Außerdem werde ich in dem Video Schnittmarken setzen. Das heißt, ihr könnt die entsprechenden Kapitel direkt anspringen und müsst euch nicht alles angucken, wenn euch nur bestimmte Teile interessieren. Ja, jetzt aber genug der Vorrede, fangen wir an. Was ist vor der Reise zu tun? Zunächst ist natürlich das Schiffsmanifest auszufüllen. Das kennt ihr. Das ist wie bei jeder AIDA-Reise. Ihr gebt eure persönlichen Daten an, die Zahlungsdaten und so weiter und habt jetzt noch eine separate Seite, in der ihr noch Informationen über Vorerkrankungen erhaltet, die eine Kreuzfahrt momentan unmöglich machen, oder Informationen darüber, wann ihr mit eurem Arzt sprechen solltet, ob diese Kreuzfahrt für euch geeignet ist oder nicht. Da müsst ihr nur mit Ja und Nein verschiedene Sachen ankreuzen. Das ist ruckzuck erledigt und nicht viel anders als das, was ihr von früher kennt. Neu ist allerdings, dass ihr vor der Einreise nach Spanien einen sogenannten QR-Code benötigt, den ihr vom spanischen Gesundheitsamt bekommt. Hört sich jetzt wahnsinnig kompliziert an, ist aber ganz einfach. Es gibt eine Website in deutscher Sprache, auf der gibt man an, wann man wie nach Spanien einreist und erhält dann diesen QR-Code. Den kann man ausdrucken oder auf dem Handy behalten. Es gibt auch eine entsprechende App auf dem Handy, die man runterladen kann und damit kann man dann in Spanien einreisen. Wie gesagt, klingt kompliziert, ist aber ganz einfach zu erledigen. AIDA hat dafür auch eine Ausfüllhilfe, also da kann man gar nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Ja, und was braucht ihr noch? Ihr müsst noch einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Das war bei den letzten Reisen auch schon so der Fall. Den gibt es in den Reiseunterlagen. Den füllt ihr einfach aus und gebt ihn dann beim Check-in ab. Ja, und das Größte oder das Aufwendigste, was zu tun ist, ihr braucht natürlich einen negativen PCR-Test. Diesen PCR-Test bietet AIDA kostenlos an. Den könnt ihr in einer beliebigen Helios-Klinik machen oder beim Centogene-Testcenter an einem der großen Flughäfen in Deutschland. Das Ergebnis wird bei Helios direkt an AIDA übermittelt. Bei Centogene bekommt ihr das dann zur Verfügung gestellt und nehmt das dann einfach mit auf die Reise. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein beliebiges Testcenter besuchen oder zum Arzt gehen. Die Kosten übernimmt AIDA allerdings im Moment nicht. Das heißt, das müsst ihr selber zahlen. Ja, und dann empfehle ich euch noch ganz dringend, checkt euren Versicherungsschutz. Guckt mal bei eurer Auslandsreise Krankenversicherung, guckt mal bei eurer Reiserücktrittsversicherung in die Bedingungen, ob diese denn bei einer Pandemie, sprich Corona, zahlen oder nur mit eingeschränkten Leistungen zur Verfügung stehen. Und guckt vor allen Dingen auch, ob diese Versicherungen zahlen, wenn ihr eine Reise in ein Risikogebiet gebucht habt. Aktuell sind die Kanaren Risikogebiet. Von der Hinsicht her könnte es sein, dass zum Beispiel die Auslandsreisekrankenversicherung oder die Reiserücktrittsversicherung im Leistungsfall nicht zahlt, weil das Ganze ein Risikogebiet ist. Also von der Hinsicht her prüft das unbedingt. Ja, was ist jetzt das größte Problem? Das größte Problem ist, dass ihr irgendeinen von diesen Schritten vergesst. Schwierig sind die alle nicht. Das Vergessen wäre natürlich nicht so schön, weil dann geht es am Flughafen nicht weiter. Deshalb schickt AIDA ab 7 Tage vor der Reise alle 1 bis 2 Tage eine Erinnerungsmail, in der entsprechende Links drin sind und in denen nochmal drin steht, was da wann zu tun ist. Wenn ihr die einfach abarbeitet, dann kann nichts schief gehen. So, schauen wir uns dann mal die Anreise nach Gran Canaria an. Ihr geht zum Flughafen, checkt ganz normal ein. Dort müsst ihr diesen QR-Code vorzeigen und den negativen PCR-Test. Und dann ist das alles auch schon erledigt und alles andere geht seinen ganz normalen Gang, wie es sonst auch war. Gut, im Flugzeug, da gibt es dann halt eben nur eine Flasche Wasser und ein Sandwich und ja, der obligatorische Tomatensaft muss ausfallen, aber ansonsten läuft alles, wie das übliche auch gelaufen ist. Wenn ihr dann in Gran Canaria angekommen seid, geht ihr direkt nach dem Verlassen des Flugzeugs bei den spanischen Behörden vorbei. Die messen mit einem Fernthermometer eure Körpertemperatur, die checken den QR-Code und wollen eventuell auch den PCR-Test sehen.
Das ist eine Sache gewesen. Das hat bei uns vielleicht 2 Minuten gedauert und dann waren wir schon am Gepäckband, haben unsere Koffer genommen und dann geht es auch schon ab zum Schiff. Wenn ihr das Ab- und Anreisepaket gebucht habt, dann ist der Shuttle ja von AIDA dabei. Das heißt, ihr gebt eure Koffer ab, setzt euch in den Bus und werdet ganz bequem zum Schiff gefahren. Auch da setzt AIDA auf Sicherheit. In dem Bus wird nur jede zweite Reihe besetzt und das mit rechts und links auch versetzt, sodass in dem Bus nur 20 bis 22 Leute sitzen und keiner zu nah an den anderen Reisenden herankommt. Das hat den Vorteil, wenn dann doch irgendwann mal einer positiv getestet werden sollte, sind die anderen Leute im Bus nicht automatisch Kontakt 1, die dann auch in Quarantäne müssten, sondern die Leute im Bus bleiben davon verschont. Habt ihr individuell gebucht, dann müsst ihr entweder mit dem Taxi, mit einem persönlichen Shuttle oder mit dem öffentlichen Bus zum Schiff fahren. Wie das mit dem öffentlichen Bus geht, habe ich in einem separaten Artikel beschrieben, den verlinke ich ebenfalls. Bei Taxi und Shuttle müsst ihr halt auf eigene Faust buchen, beziehungsweise aus einem Taxi suchen und zum Schiff bringen lassen. Ich nehme da immer Shuttles von suntransfers.com, damit habe ich eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht. Da kostet der Fahrradtransfer 35 Euro vom Flughafen zum Schiff und man wird ja mit einem Schild in Empfangshalle abgeholt und mehr oder weniger vor dem Schiff abgesetzt. Das ist relativ bequem, ja, und vor allen Dingen durch die großen Fahrzeuge auch entsprechend sicher. Am Hafen gebt ihr dann euer Gepäck ab, geht zum Check-in. Dort wird dann eben nochmal der PCR-Test geprüft, der Gesundheitsfragebogen eingesammelt, es wird das Sicherheitsfoto gemacht und dann erhaltet ihr eure Bordkarte und der Urlaub kann beginnen. Ja, kommen wir mal zu dem Urlaub an Bord. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Wenn man AIDA kennt, vergleicht man natürlich gerne die Situation vor Corona mit der heutigen Situation. Ja, und da wird man natürlich feststellen, dass da manches anders geworden ist. Ob es deswegen schlechter ist, das muss man sich im Einzelfall dann angucken. Jemand, der noch nie mit AIDA gefahren ist, der wird AIDA jetzt nur vergleichen mit dem Aufenthalt zu Hause. Und da wird er natürlich feststellen, dass da wesentlich mehr Freiheiten gegeben sind, als das zu Hause der Fall ist. Und die Einschränkungen sind mehr oder weniger die gleichen. Aber gucken wir uns das mal im Detail an. An Bord herrscht sowas wie eine Fast-Normalität, nenne ich das mal. Man geht ins Restaurant, wird am Tisch bedient, man kann schwimmen gehen, man kann Fitness machen, man kann ins Four Elements gehen. Also alles Dinge, die zu Hause momentan eigentlich nicht gehen, das sind Dinge, die hier an Bord problemlos möglich sind. Wobei es natürlich gerade beim Essen schon eine große Veränderung gibt. Die Buffet-Restaurants, die gibt es nicht. Das heißt, die Restaurants gibt es natürlich schon, aber es gibt kein Buffet. Alle Buffet-Restaurants, die wir so kennen, sind zu Bedienrestaurants geworden. In jedem dieser Restaurants gibt es eine Speisekarte mit einem mehrgängigen Menü, also mehrere Vorspeisen, Hauptgänge und Desserts zur Auswahl. Und das in allen Buffet-Restaurants gleich. Allerdings, jedes Restaurant hat an jedem Tag wechselnd ein besonderes Gericht, was so ein bisschen thematisch passt. Also im Belladonna wahrscheinlich was mit Nudeln, im East irgendwas Asiatisches. Das heißt, von der Hinsicht her muss man bei der Restaurantauswahl einfach mal gucken, welches Restaurant einem am ehesten zusagt. Wenn man ins Restaurant kommt, wird man also an einem Tisch platziert, man wird eingecheckt, das heißt, es wird also im Prinzip die Bordkarte eingelesen, um festzustellen, wer war zu welcher Zeit an welchem Tisch, um eventuell eine Kontaktnachverfolgung machen zu können. Ihr bestellt dann einfach aus der Speisenkarte, was ihr haben wollt, und die Kellner bringen euch das Ganze an den Tisch. Das funktioniert sehr gut, das ist inzwischen auch gut eingespielt, das geht relativ schnell, also von der Hinsicht her ist das eigentlich relativ angenehm. Klar, wer Buffets mag, der wird davon natürlich nicht ganz so begeistert sein, aber Buffets sind zum jetzigen Zeitpunkt halt schlichtweg nicht drin. Auf der AIDA Perla gibt es neben den Marktrestaurants natürlich auch noch die Spezialitätenrestaurants, also das French Kiss, das Cananova und das Brauhaus. Und die à la carte Restaurants, die zuzahlungspflichtig sind, also das Rossini, das Steakhouse und die Sushi Bar. In diesen 6 Restaurants hat sich überhaupt nichts geändert. Ihr geht ganz normal ins Restaurant, bestellt à la carte, bekommt euer Essen geliefert. Das ist alles so, wie es vorher auch war. Und auch die Speisekarten sind nicht anders, als sie vorher waren. Wobei doch eine Kleinigkeit hat sich geändert. Die Speisekarten gibt es nicht mehr auf Papier, sondern die werden elektronisch dem Handy zur Verfügung gestellt. Auf den Tischen sind Aufsteller mit QR-Codes, die werden einfach mit dem Handy mit der Kamera-App eingescannt, dann erscheint die Speisekarte auf dem Smartphone und das war's dann auch schon. Also relativ problemlos, relativ einfach, bietet aber halt eben die Gelegenheit oder die Möglichkeit, die Papierkarten einzusparen, ohne diese ständig wegwerfen oder desinfizieren zu müssen. Ja, was hat sich noch geändert an Bord? Kontaktnachverfolgung ist so ein Stichwort. Im Zweifelsfall muss man natürlich wissen, wer wann war, wann, mit wem, wo zusammen.
Dafür wird man zum Beispiel bei Restaurants oder Barbesuchen, wird die Bordkarte eingescannt, sodass man also hinterher weiß, wer hat zu welcher Zeit mit wem am gleichen Tisch gesessen. Das erlaubt dann also eben auch, dass man durchaus auch mit Freunden zum Beispiel zusammensitzen kann. Aber wenn einer von dieser Reisegruppe dann positiv wird, sind die anderen als Kontakt 1 im Zweifelsfall dann halt eben mit betroffen und müssen halt eben auch in Quarantäne. Und diese Kontaktnachverfolgung, die gibt es also nicht nur in den Restaurants und den Bars, die gibt es also zum Beispiel auch im Beach Club, die gibt es im Four Elements, die gibt es in der AIDA Lounge. Also überall da, wo man sich mit anderen Leuten irgendwie zusammensetzt oder zusammentrifft, wird man ein- und ausgecheckt beim Betreten und Verlassen der Bereiche. In diesem Zusammenhang macht es unter Umständen Sinn, mal darauf hinzuweisen, dass es jetzt an Bord auch ein Chip-Armband gibt, das die Bordkarte ersetzen kann. Das heißt, man kann für einmalig 5 € im Four Elements ein solches Armband kaufen. Dieses Armband wird dann kodiert wie die Bordkarte und damit kann man dann sich am Schiff bewegen, kann die Kabinentür öffnen, kann bezahlen, auch dann, wenn man ein Getränkepaket hat. Kann also alles das an Bord machen, was man mit der Bordkarte auch machen kann. Vorteil ist, dieses Armband ist wasserdicht, das hat man am Arm, das legt man morgens an und lässt es bis abends dran und muss sich nicht immer um die Bordkarte kümmern. Und insbesondere bei den Check-in- und Check-out-Vorgängen ist das eine bequeme Sache, wenn man da kurz nur den Arm hinhalten muss. Ausführlich beschrieben habe ich das in einem Artikel auf generalalarm.de, auch den verlinke ich in der Videobeschreibung. Ja. Seenotrettungsübung, das ist noch so ein Stichwort, auch da haben sich Veränderungen ergeben, aber zum Positiven. Während früher die Seenotrettungsübung ja eine Veranstaltung für das ganze Schiff war, da haben dann mehrere tausend Menschen irgendwo auf dem Schiff und am Deck herumgestanden und haben darauf gewartet, bis der Letzte eingetroffen ist, haben sich die Durchsagen in 2 Sprachen angehört, also so eine halbe Stunde hat es eigentlich immer gedauert. Und so richtig angenehm war das ja auch nicht, da im großen Pulk irgendwo herumzustehen. Das ist jetzt ganz anders. Direkt nach dem Betreten des Schiffes sollte man zu seiner Musterstation gehen mit seiner Rettungsweste und dort wird in kleinen Gruppen von 4, 5, 6 Leuten ein kurzes Video gezeigt mit den Sicherheitsinformationen. Man bekommt gezeigt, wie man die Rettungsweste anlegt. Ja, und nach knapp 10 Minuten ist das Ganze erledigt. Man hat definitiv mehr mitgenommen als in den großen Gruppen und die Rettungsübung ist beendet. Man geht wieder aus seiner Kabine. Das sollte AIDA in jedem Fall beibehalten, auch wenn wir irgendwann mal eine Nach-Corona-Zeit haben. Ja, kommen wir nun noch zu den Aha-Regeln, die an Bord natürlich genauso gelten, wie die auch außerhalb hier bei uns zu Hause gelten. Das heißt also, Abstand ist logischerweise vorgegeben mit 1,50 m zu anderen Personen. Das ist aber relativ problemlos, wenn man da mit rund 600 Leuten nur an Bord ist, obwohl da 4.500 sein könnten, ist so viel Freiraum da, so viel Abstand kann man gar nicht halten. Also das ist relativ problemlos. Die Aufzüge sollte man nur mit maximal 3 Personen benutzen, innerhalb der eigenen Familie bis zu 6 Personen. Und ja, auch in den Pools gibt es eine maximale Personenzahl und Whirlpools sind nur alleine mit der Familie oder dem Kabinenteiler zu benutzen. Ist das eine Einschränkung? Meines Erachtens nicht wirklich. Im Gegenteil, wenn sich da nicht 10 Leute im Whirlpool drängeln, hat das ja auch einen gewissen Charme. Geschlossen ist momentan der Saunabereich. Das heißt, da kann man nicht einfach so reingehen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, den Saunabereich individuell zu buchen. AIDA nennt das private Sauna und vermietet den Bereich für 2 Stunden für 89 Euro. In dieser Zeit kann man dann mit 4 Personen aus der Reisegruppe die Sauna nutzen. Da dürfen dann also auch durchaus Kinder dabei sein. Da gibt es also keine Altersbegrenzung. Der Saunabereich ist in 2 Teile geteilt auf der Perla. Das eine ist der Bereich mit der Kelo-Sauna und Hälfte des Außenbereichs mit einem Whirlpool. Die andere Hälfte ist die finnische Sauna und die andere Hälfte des Außenbereichs mit dem zweiten Whirlpool, sodass also immer 2 Gruppen gleichzeitig voneinander getrennt die Sauna nutzen können. Ja, das ist natürlich nicht so optimal oder so optimal, wie es wäre, wenn der Saunabereich normal geöffnet wäre. Aber es ist ja immerhin eine Alternative, als gar nichts zu haben. Und von der Hinsicht her ist das durchaus eine Überlegung, das dann auf der Reise auch mal wahrzunehmen. Was noch gemacht wird, ist eine Temperaturkontrolle. Das heißt, beim Betreten oder Verlassen des Schiffes wird mit einem Fernthermometer die Temperatur gemessen. Das ist also bei allen Ausflügen so, wenn man kommt und geht. Das ist zu Beginn nach dem Einchecken so. Und es gibt auf dem Schiff 2 Temperaturmessstationen, da kann man jederzeit hingehen und die eigene Temperatur überprüfen. Ist die zu hoch, also gesagt wird über 37,5 Grad, dann sollte man auf die Kabine gehen und sich beim Bordhospital melden. Das ist allerdings eine freiwillige Sache, wer das nicht macht, macht das halt eben nicht. Ja, und wenn wir schon über die Ausflüge sprechen, da gibt es die Abweichung zu früher, dass individuelle Landgänge
momentan nicht möglich sind. Das ist nachvollziehbar. Es soll hier sichergestellt werden, dass niemand irgendwo sich außerhalb anstecken kann. Von deren Sicht her finden also nur AIDA-Ausflüge statt. In dieser AIDA-Blase, das heißt, man ist in sich in der Gruppe geschlossen und kommt mit keinen Menschen von außen in Kontakt. Der einzige Kontakt sind die Reiseleiter und die Busfahrer und die werden morgens getestet, sodass sichergestellt ist, dass die momentan oder an dem Tag nicht infektiös sind. Auch hier werden im Bus nur alle zwei Reihen besetzt und auch dort wieder rechts und links im Wechsel, sodass also im Prinzip die doppelte Anzahl an Bussen notwendig ist, da diese eben nur mit 20, 22 Leuten besetzt werden. Während der Ausflüge ist natürlich Mund-Nasen-Schutz zu tragen, im Bus ist das sowieso klar und draußen ist das eine Auflage der kanarischen Behörden. Aber auch das ist etwas, was ja hier nicht so wahnsinnig viel anders ist. Man darf diese AIDA-Blase natürlich nicht verlassen. Das heißt also, wenn man während des Ausflugs dann meint, alleine mal in ein Souvenirgeschäft gehen zu müssen oder sich irgendwo was zu trinken zu holen, das kann dann das Ende der Kreuzfahrt sein, weil danach gibt es keinen Weg mehr zurück aufs Schiff. AIDA ist da also auch rigoros und auf meiner Reise in Italien habe ich das also auch erleben dürfen, dass zwei Personen nach einem Ausflug, bei dem sie dann zum Schuhe kaufen mal abgehauen sind, nicht wieder zurück aufs Schiff durften. Auf der anderen Seite werden die Ausflugsziele so gewählt, dass größtmögliche Freiheit besteht. Nehmen wir mal den Ausflug zum Loro-Park, darüber wird es auch ein separates Video geben. Der funktioniert so, dass der Loro-Park an diesem Tag komplett geschlossen ist. Außer den AIDA-Gästen ist niemand in diesem Park. Damit kann man sich dort komplett frei bewegen. Es ist ja keiner da, den man treffen könnte. Exklusiver geht es natürlich nicht. Also wenn man schon einen Loro-Park erlebt hat mit mehreren tausend Besuchern, wo man dann so sich langsam von der fünften Reihe nach vorne durchkämpfen muss, dann ist das heute, wenn man da mit 100, 120 Menschen im Loro-Park alleine ist, schon ein echter Luxus. Also von der Hinsicht her, es ist eigentlich nicht alles schlecht. Ja, an Bord, die Kids- und Teens-Betreuung, die läuft so, wie sie immer läuft. In Ferienzeiten kann es sein, dass nicht jeder an jedem Programmpunkt teilnehmen kann, einfach weil die Personenzahl beschränkt ist logischerweise. Da muss man sich vorher über das Bordportal dann für die einzelnen Veranstaltungen anmelden. Aber vom Grundsatz her findet alles das statt, was auch vor Corona stattgefunden hat. Das Einzige, was es an Bord momentan nicht gibt, sind Poolpartys, Beachpartys und auch die Disco ist geschlossen. Aber Hand aufs Herz, zu Hause auch. Also von der Hinsicht her ist das jetzt kein wirklicher Nachteil. Das ist zwar anders als vor Corona, aber nicht anders, als man es zu Hause auch hätte. Ja, und jede Reise geht dann auch irgendwann mal ihrem Ende entgegen. Dann kommt die Rückreise nach Deutschland. Da die Kanaren momentan Risikogebiet sind, gelten dort natürlich auch wieder entsprechende Vorschriften für die Wiedereinreise. Als erstes muss man eine Einreiseanmeldung machen. Auch dafür gibt es eine Website. Die habe ich euch auch verlinkt. Auf dieser Website schreibt ihr einfach drauf, wer ihr seid, mit welchem Verkehrsmittel ihr nach Deutschland kommt, wo ihr eure eventuelle Quarantäne in Deutschland verbringt. Das Ganze geht dann automatisiert an euer örtliches Gesundheitsamt. Was die dann damit machen, sei mal dahingestellt. Im Prinzip müssten sie das überwachen. Vermutlich werden sie es nur ablegen. Aber ihr seid damit von eurer Meldung befreit. Die Einreiseanmeldung ist allerdings zwingend notwendig. Ansonsten könnt ihr in Spanien kein Flugzeug besteigen. Ihr müsst also die Bestätigungsmail, die ihr nach der Einreiseanmeldung bekommt, beim Check-in vorzeigen. Neu ist auch, dass alle Flugreisenden vor Abflug im Ausland einen Covid-19-Test machen müssen. Das ist natürlich schwierig, wenn AIDA erst wenige Stunden vor dem Abflug in Gran Canaria ankommt. Daher bietet AIDA an, dass ihr am letzten Reisetag an Bord einen Antigen-Schnelltest machen könnt. Den bietet euch AIDA für 25 Euro an. Ihr bekommt einen Brief auf die Kabine mit einem Zeitfenster. Da wird dann ein Nasenabstrich gemacht und wenige Stunden später bekommt ihr euer negatives Testergebnis auf die Kabine. Sollte das Ergebnis positiv sein oder auch falsch positiv, wird an Bord noch ein PCR-Test hinterher gemacht, der das Ergebnis dann eben validiert. In den meisten Fällen oder aktuell in allen Fällen hat sich herausgestellt, dass die Tests alle negativ waren. Wäre tatsächlich mal jemand positiv, dann würde eine entsprechende Quarantäne natürlich erfolgen, die organisiert und bezahlt dann allerdings AIDA. Die Tests an Bord sind freiwillig. Ihr müsst den also nicht machen. Dann müsst ihr allerdings sehen, wie ihr am Flughafen kurz vor Abflug noch irgendeinen Test bekommt. Und wenn der dann positiv sein sollte, dann wird das mit dem Rückflug sicherlich erstmal nichts werden, weil bis ihr dann dort einen Validierungs-PCR-Test habt, das wird in den wenigen Minuten nicht gehen. Ja, und was ihr natürlich in jedem Fall berücksichtigen müsst, ist eine eventuelle Quarantäne nach der Rückkehr. Da müsst ihr mal bitte auf den Webseiten eures Bundeslandes gucken. Ich habe euch die Webseiten alle verlinkt.
Das heißt, ihr klickt einfach euer Bundesland an und könnt dann in den jeweiligen Verordnungen nachlesen, was aktuell gilt. Das ändert sich momentan mehr oder weniger täglich und in jedem Bundesland ist das ein bisschen anders. Zum jetzigen Zeitpunkt, also jetzt heute, 19. April, ist es also so, dass in den meisten Bundesländern eine 10-tägige Quarantäne erfolgt, die nach 5 Tagen beendet werden kann, wenn ihr einen negativen PCR- oder Antigentest macht. Ausnahme ist Nordrhein-Westfalen. Dort könnt ihr mit einem negativen Test die Quarantäne komplett umgehen. Und Ausnahmen sind momentan Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Bei denen gibt es keine Quarantäne, wenn ihr bereits vollständig geimpft seid. Das heißt, die 2 Impfungen habt und seit der 2. Impfung mindestens 14 oder 15 Tage vergangen sind. Das wird in den anderen Bundesländern vermutlich jetzt auch irgendwann kommen. Deswegen informiert euch kurzfristig, wenn ihr eine Kreuzfahrt macht, wie die aktuelle Situation ist. Wichtig ist, dass ihr berücksichtigt, dass nach dem Urlaub noch eine Quarantäne kommen kann und ihr dann doch den einen oder anderen Urlaubstag braucht, wenn ihr nicht Homeoffice machen könnt. Ihr müsst auf eure Kinder gucken, wenn ihr am Ende der Ferien eventuell fahrt und danach ist Präsenzunterricht, dann ist so eine Quarantäne unter Umständen auch nicht so optimal. Bei Homeschooling ist das dann im Prinzip auch wieder kein Problem. Und kurzer Hinweis noch, kauft vor dem Urlaub ein bisschen was ein, damit ihr in der Quarantäne nicht vor dem leeren Kühlschrank sitzen müsst, weil ihr müsst vom Flughafen direkt nach Hause in die Quarantäne fahren und ein Einkaufsstopp ist da nicht vorgesehen. Das heißt, das wäre also pfiffig, wenn da im Kühlschrank irgendwas zum Essen drin ist. Ja, machen wir mal ein kurzes Fazit. Das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, weil das wird jeder wieder anders empfinden. Für mich ist das jetzt absolut Entspannung und Erholung gewesen. Natürlich habe ich an Bord gewisse Einschränkungen. Ja, ich muss Mund-Nasen-Schutz in allen Innenbereichen, außer in den Restaurants und Bars tragen. In den Außenbereichen ist das eigentlich nicht notwendig, sondern nur, wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Und bei der jetzigen Passagierzahl kann man den eigentlich immer einhalten. Aber das muss ich zu Hause genauso machen. Ist das also eine Einschränkung? Aus meiner Sicht nicht. Dafür habe ich aber natürlich viel Freiraum an Bord. Bei 600 Passagieren oder auch wenn es mal 1000 sind, ist das natürlich überhaupt kein Vergleich mit 3.000 oder 4.000 Passagieren, die auf der Perla sonst so rumturnen. Und ich habe an Bord eine Normalität mit Freiheiten, wie ich sie zu Hause seit Wochen eben nicht mehr habe. Hier sind die Schwimmbäder zu, hier sind die Freizeitangebote zu, es gibt hier Restaurants nur zum Abholen. Das ist an Bord halt alles anders. Ich kann da in den Pool gehen, ich kann mich in den Whirlpool legen, ich kann in die Sauna gehen, ich kann in ein Restaurant gehen, kann mich einfach hinsetzen, bestelle was zu essen, kann mich mit den Leuten am Tisch unterhalten. Das ist eine Normalität, die wir hier seit Wochen und Monaten nicht mehr hatten. Und ich habe jetzt erst gemerkt, wie es einem doch fehlt. Und das habe ich an Bord von AIDA gehabt. Von der Hinsicht her ist allein diese, ich sag mal, fast Normalität an Bord für mich schon ein echtes Argument, eine solche Reise zu machen. Kommen wir zur Sicherheit. Ganz klar, sicherer als zu Hause. Die AHA-Regeln werden an Bord problemlos eingehalten. Der Abstand ist kein Thema. Ich trage Maske. Die Crew muss, bevor sie an Bord geht, einen Test machen, kommt danach in eine Quarantäne. Nach der Quarantäne wird sie an Bord eingesetzt, hat keine Landgänge, wird regelmäßig getestet. Alle Passagiere werden getestet, bevor sie an Bord gehen, können sich an Bord nur in ihrer AIDA-Blase bewegen, auch bei den Ausflügen. Vor der Abreise wird ein Test gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona an Bord zu infizieren, die geht momentan meines Erachtens gegen Null. Und wenn man sieht, dass bei den letzten Reisen schlichtweg auch keine positiven Tests zu vermelden waren, dann zeigt das auch, dass dieses System schlichtweg funktioniert. Sagen wir mal andersrum, No Covid auf AIDA findet das in der Tat aktuell statt. Bis wir das zu Hause haben, werden sicherlich noch einige Wochen und Monate vergehen. Die Inzidenz an Bord ist aktuell tendenziell eben null. Ja, von der Hinsicht her würde ich jederzeit wieder eine solche Reise machen und ich werde es auch tun. Nach heutigem Stand startet AIDA ja am 23. Mai in die Griechenland-Saison. Da werde ich dann auch wieder an Bord sein und mal schauen, wie das Ganze dann ja in Griechenland funktioniert. Ja, ich hoffe, das Video hat euch zwar ein paar Informationen gegeben. Ihr habt jetzt so ein bisschen ein Gefühl, was muss ich da so tun? Wie läuft das an Bord ab? Komme ich damit klar? Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ja, und denkt natürlich daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann erfahrt ihr auch, wenn es neue Videos gibt. Von dieser Reise wird es noch 3 weitere Videos über Ausflüge geben. Ein Video über die Kabine, die ich gehabt habe, habe ich schon veröffentlicht. Schaut euch das mal an. Das ist eine ganz interessante Kabine. Ich habe lange überlegt, ob ich darüber reden soll. Die würde ich nämlich gern wieder buchen. Aber wenn ihr die alle kennt, bucht ihr mir die dann weg. Die hat nämlich schon eine ganze Menge Vorteile. Vielleicht interessiert euch das ja. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und jetzt noch, ja,
eine schöne Zeit und vielleicht sehen wir uns ja am 23. Mai auf AIDA. In diesem Sinne, macht's gut, ciao!